Kann ich dir verteilen? Wir suchen Vanessa. Sag bloß, Felix hat dich mit seiner Panik jetzt auch noch angesteckt. Was ist denn überhaupt los? Ja, die Presse hat Vanessa ziemlich fertig gemacht. Und als sie auch noch beim Müllsammeln aufgelaut haben, ist sie natürlich abgehauen. Na ja, danke. Also wie ich Vanessa kenne, lässt sie sich in irgendeinem Wellnesshotel im Bergischen gut gehen. Ganz meine Meinung. Das kann sie sich doch gar nicht leisten. Außerdem hätte sie uns bestimmt Bescheid gesagt. Ihr werdet sehen, ihr macht euch ganz umsonst Sorgen. Und was, wenn ihr doch was passiert ist? Felix meinte, die war fix und fertig. Außerdem ist sie schon ganz schön lange weg. Nico macht sich auch schon Sorgen. Nico? Das glaube ich nicht. Du scheinst die Sache ja ziemlich locker zu nehmen. Weißt du irgendwas, was wir nicht wissen? Dann hätte ich es euch doch gesagt. Ich habe von der ganzen Sache sowieso nichts mitbekommen. Stimmt. Wo bist du überhaupt die ganze Zeit gewesen? In der WG sieht man dich ja kaum noch. Ich habe eben ganz schön viele Schichten. Na, so oft bist du auch nicht hier. Ich habe halt viel um die Ohren. Aber wenn ihr euch Sorgen macht, dann helfe ich euch natürlich so. Super. Dann verteile ich die schon mal weiter. Ich melde dich einfach, wenn du fertig bist, okay? Mach ich. Papa, komm. Sag mal, glaubst du, ich kann heute ein bisschen früher weg? Also solange hier so viel los ist, schaffe ich das nicht allein.